Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Einmalprofis. Mit mir Tontinelle, die eigentlich eher gerade nicht so profihaft sich hier tut. Und dem lieben Caro, der aber natürlich der volle Profi ist. Was? Ja. Stimmt doch überhaupt nicht. Was lügst du hier so rum? Oh, ich dachte, du freust dich darüber. Bin ich professionell. Also allein, dass ich mich vom Zug habe überfahren lassen, zeugt davon, wie nicht professionell ich bin. Aber trotzdem, danke fürs Kompliment. So eine Kampagne, da ist mir das häufiger mal passiert. Jetzt habe ich wieder keine Zugsignale bei. Ach Mann, oh. Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch nicht so viel im Inventar. Stellen Sie jetzt aber automatisch her. Echt? Ja. Sehr cool. Ja, ich schließe hier jetzt gerade noch die letzten Ölquellen an, die hier noch so fehlen. Die werden ziemlich auf ziemlicher Distanz angeschlossen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dazwischen drin ein paar Pumpen brauchen. Nichtsdestoweniger ist auf der Distanz das dann, glaube ich, schon gar nicht so schlecht. Weil ich will ja jetzt keine Station für die zwei Ölquellen, die wir da dann haben, hinbauen. Ich will hier halt eine etwas größere draus machen. Weit weg. Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Diese Kleckerpfützen da. Oh, da ist immer noch ein Gridlock. Achso, vielleicht weil du da so... Nee. Wo haben wir einen Gridlock? Achso, weil du da wo hinten, wo du nochmal versucht hast, die Fahrer jetzt anzubinden. Achso, ja, das ist einfach nur so ein Design, bidirektionale Station, fertig. Ja, ich baue das mal wieder ab, ne? Obwohl, ich mache nur hier die Schienen da weg, den Rest kann... Falls wir irgendwann mal einen Roboport bekommen, dann baue ich den Rest ab. Das ist mir jetzt zu... putzelig. Zu viel Arbeit. So der mit Aufwand verbunden, das geht ja gar nicht. Du fährst jetzt mal zu Öl 1. Und zwar jetzt. Boah, ich freue mich schon da drauf, wenn man Rohre draggen kann. Mm. Und auch Untergrundfließband geht das ja auch dann mit. Das wird echt toll. Das wird völlig awesome. Ach du je, ey. Was habe ich mir hier nur bei gedacht? Irgendwie hat Fahl auch super viele neue... Achso, nee, das ist Trains Plus. Smart Trains, meine ich. Ja, haben die noch mehr Optionen? Ja, irgendwie... Oh, jetzt bin ich ja wieder wunderbar dran vorbeigefahren. Dran vorbeigefahren? Ja, ich... werde das nicht mehr lernen, glaube ich. Jo, Ölquellen sind jetzt alle damit verbunden. Strom haben sie auch. Das heißt, wir haben jetzt noch ein paar Ölquellen mehr, wenn ich die Ecke hier baue. Also noch zwei Ölquellen mehr, die zu Öl 2 mitpumpen. Und dann ziehe ich noch eine von Norden, wo diese Basis ist, die auch noch rüber, die auch noch mitkommt. Ich glaube, Öl ist echt im Moment das, was wir als größtes Problem hier deklarieren. Ja. Haben wir Speed-Modules? Nicht nennenswert. Weil, nein, haben wir nicht. Speed-Modules werden tatsächlich, also die erhöhen tatsächlich die Geschwindigkeit von Ölquellen auch. Ja, ja, das weiß ich. Das Problem ist, wir brauchen Öl, um die Dinger herzustellen. Ach so, ja, Teufelskreis. Scheiß. Der mega ätzende. Wie sieht denn das hier jetzt aus? Ist der jetzt voll? Boah, okay, ich bringe jetzt dann mal einen Ölzug rein. Von Öl 2. Der hat irgendwie 3000 Öl dabei. Ja, super. Ich fahr jetzt dann mal so ein, oh Gott, jetzt bin ich über eine Öl... Naja. Also nicht über eine Öl, jetzt bin ich über ein Kohlefeld gefahren. Hm. Sorry, out of big electric poles, ehrlich, so ein Mist. Die würden wir nicht brauchen, ne? Ein paar, ich hab noch welche auf Tasche. Ich bin hier so oder so durch, ich mache jetzt hier noch die... Ja, ich weiß, ich mache hier hinten aber der einfache halber erstmal einen Wendekreis rein, ja? Ja, ist okay. Also bei Streckenenden ist das völlig legitim. Woanders würde ich das ungern sehen wollen. Ja, ja.
Also ich bin, was das Zugsystem angeht, sehr restriktiv. Könnte man sagen, ne? Naja. Nee, ist ja okay. Ein bisschen. Ich meine. Ach Gott. Und ich habe den wieder nicht getroffen, ey. Diese Schienen, die schrägen Schienen verlegen so, dass man dann auch passend den Anschluss findet. Das ist irgendwie nicht so einfach. So. Immer dasselbe. So. So. Gut, jetzt haben wir hier schon mal richtig fett einmal Schienen. Ich baue jetzt gerade das Öldepot auf Smart Trains um. Einfach, weil ich Bock dazu habe. Steht nicht bei Eisen 1 noch ein Roboport? Weiß ich nicht. Kann sein. Wenn du da einen vergessen hast. So. Denn der Ölzug 2 wird gerade komplett entpumpt. Und, wir haben dadurch jetzt mal eben 1800 Öl im System. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal super. Weil die Ölraffinerien, die pumpen jetzt gerade wie Hölle. Die kriegen auch wieder Lubricant und sowas ran. Finde ich sehr, sehr gut. Und hier wird... Boah, Alter. Hier wird... Wir kriegen überhaupt kein Petrol ran. Na, das wird weg. Jetzt auch sofort alles... Verbraucht. Verbraucht werden, ja. So, wie viel Öl habt ihr denn noch? 300, nochmal 400. Dann stell ich dich doch jetzt gleich mal smart ein. Weil da hinten der Stopp ist ja auch smart. Das ist speichern als Linie Oil 2. Das. Die Regeln davon sind Oil 2 verlassen, wenn voll. Oil Depot, wenn leer. Boom. Play. Wunderbar. Ist bei dir hinten ein Zug? Nein, ne? Doch. Ja. Beiden Ölzüge sind gerade da. Ich kümmere mich dann jetzt auch gerade nochmal eben darum, dass Öl 1 smart wird. Hier ist da gar kein Zug. Bei mir? Ich weiß nicht, aber wo bist du denn gerade? Ich bin gerade an der Ölbasis. Ach so. Nee, gut, okay. Hab nicht gesagt. So. Hallo Zug, du bist jetzt bei Öl 1. Sehr schön. Und dann wollte ich hier oben noch einen Radar reinsetzen. Und Geschütztürme hast du jetzt ein paar schon hingestellt gehabt, ne? Ja, bei mir ja. Ja, geht so, ne? Ah, den nach da. Den Sorry abreißen. Zu, ich fahr schon weg. Hard ich wollte nur wenden. Den, so. Wunderbar. Und das ist jetzt Oil 1. Speichern. Regeln. Oil 1, wenn voll. Und Oil Depot, wenn leer. So. Oil 1 ist jetzt auch eine Linie. Ja. Ne? Habe ich jetzt gerade einfach mal als Linie mit konzipiert. Ist jetzt fertig. Dass die Ölzüge auf jeden Fall Linienverhalten an den Tag legen. Ja, und irgendwann musst du sie noch schlau machen. Bin ich ja jetzt schon dran. Mit Smart Trains. Ach so. Ja, was ist das denn hier jetzt? Bauroboter. Flupp. So, denn ihr lieben Bauroboter, das mal bitte einmal abreißen. Jo. Eine Lagerkiste, lasst mich raten. Krieg ich da? Er hat sich gerade... Was? Der ist voll? Krass. Der Öl... Ölbasis 2, ne? Hat gerade massiv Öl produziert. Aber wirklich massiv. Naja, es ist wieso am Anfang ist ja den, immer so. Der ist irgendwie offset. Was geht das denn jetzt? Der Ölzug 1, der hat irgendwie ein Problem. Der ist ein bisschen kürzer als der Ölzug 2.
Was? Hm. Da sind die Waggons irgendwie näher aneinander. Ich guck das gleich mal. Irgendwie sieht das nicht sauber aus. Na, das kann sein wegen dieser Fix-Mod. Ja, aber dass die beiden unterschiedlich sind, kann irgendwie nicht sein. Gut, da gab es ja auch ein Update von der Mod. Deswegen wird es wahrscheinlich da dran liegen. Alter, wir haben jetzt wieder Rohöl. 1000 Rohöl. Es ist zwar immer noch nicht genug, aber es ist schon wesentlich mehr, als wir vorher hatten. Und wir müssen hier mit höherer Geschwindigkeit rauspumpen. Das ist ja ganz ätzend. Denke ich. Oh, ich liebe Fall. Dung, 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 dung. Kann ich Eul 2 mir gerade nochmal angucken? Wie voll ist der denn jetzt? Was? Was? Der hat jetzt schon wieder über 2000 Öl geladen. Der absurd. So soll es sein. Wir wollen ja mal ein bisschen vorankommen hier. So, denn... Pumpen hier nämlich nicht schnell genug, meiner Meinung nach, raus. Da würde ich gerne ein bisschen mehr Geschwindigkeit ranbringen. Lass mir das mal zu, genau. Du bleibst mal kurz hier. Und dann haben wir nämlich hier alle eins so. Offset. Mal gucken, ob ich jetzt getroffen habe. Und wir brauchen 6 weitere Pumpen. Und Rohre. Da, da, da. Subi. Dann. Ihr Lieben. Nein, ich habe euch mitgenommen. So. Und Pumpen. Dung, 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 dung. So, das heißt, wir kommen von hier. Der kann dann jetzt losfahren. Wird sowieso eigentlich gleich losfahren nach Olsbo. Und du, Zug, du fährst jetzt nochmal raus und fährst dann nochmal zum Oldepot, genau. Gucken, wo der jetzt lang fährt. Der fährt nach oben, da wo er hin soll, das ist gut. Sollte reichen. So. Die dung, 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 so. So. Wir werden sehen. Ob sie wirklich richtig stehen, sehen sie, wenn das Licht angeht. Oder so irgendwie war das doch. Ja, so laufen gerade alle Pumpen, damit der entladen wird. Die sind nämlich, glaube ich, auch leer. Ja, wunderbar. Dann setze ich diesen Zug nämlich jetzt nochmal neu, weil irgendwie hatte der gerade ein Problem. Das war ich gerade. Ah, okay. Keine Sorge. So, der ist nämlich, der soll Eul 1 bekommen als Linie, also aktiv. Und, genau. Fahr mal los. Nee, den da. Das ist wahrscheinlich voll blöd. Gut, gut, gut. Wie sieht das aus? Wie viel Öl haben wir jetzt? 2300 Rohöl auf Lager. Kommen wir nämlich gerade einfach von den Raffinerien nicht genügend rein. Wir können das nämlich nicht alles processen. Das ist gut. Das bedeutet nämlich, ich baue jetzt Raffinerien mal aus. Weil, also mit solchen Sachen kann ich klarkommen, weißt du? Dass wir zu viel Öl haben und das nicht processen können und ich deswegen da ausbauen muss. Oh, alles kein Problem. Ich muss den Roboport gleich noch mitnehmen. Alles kein Problem. Also ich habe jetzt schon mal so das Schienennetz so ein bisschen weiter ausgebaut. Also ist jetzt wirklich nicht viel. Hab da oben auch schon mal eine neue Station eröffnet. Öl 3, ja, super.
Oh, die sieht auch gut aus. Sieht sehr gut aus sogar. Und dann gab es hier nochmal irgendwo Ölminen. Ja, da gleich auf der rechten Seite. Da kannst du dann einmal von rechts dann rüber, dann zwischen den Öldingern durch oder so und dann einen Bogen machen. Rechts rüber? Ja, so. ich würd hinter den Ölquellen den Bogen einmal die Kurve nach unten machen. Achso, okay. Gucken, dass du zwischen den Ölteilen auskommst, dazwischen langfahren. Nice. Und dann wieder nach oben rein. Und da könntest du dann direkt eine zweigleisige Station machen mit dem Zweier Spacer, weil da ist ja auch Kohle. Wir haben nämlich auch irgendwas. Naja, die Kohle habe ich ja überfahren. Achso, nee, da unten drunter ist nochmal Kohle, ne? Also ja, ich bin gerade so weit aus der Karte rausgescrollt. Ja, ich muss erstmal. Robopod! Sorry, Leute, das mache ich nicht per Hand. Das könnt ihr euch abschminken. Jo, weil hier ist nämlich lauter Baum. Jo. Noch eine Ölraffinerie. Und mehr Untergrund. Rohre. Jetzt noch drei und ich kriege jetzt gleich noch eine vierte und eine fünfte Ölraffinerie. Ich nehme jetzt nur mal weitere. Ja. Eisen 1 ist in den nächsten paar Sekunden leer. Weil also, wir sind noch 24 Minuten. Ja, stimmt. Tatsache. Alter, das ist ja noch echt viel, Wahnsinn, was da ne? ist. Ja, hier 700 unter dem einen, unter dem nächsten 691, unter dem dritten 955 Eisen. Ja, mein Gott, ist da, ne? Warum nicht? So, und an Kupfer kommt im Moment gerade, das ist gerade sehr einseitig, wie das hier reinkommt, deswegen mache ich da mal einen Balancer hin. Ein Balancer. Kommt, ihr lieben kleinen Roboter, baut! So, Belt Balancer ist in Betrieb, damit das Kupfer nicht einseitig reinkommt. Das Eins, ist nämlich blöd. Zwei. Und wo ist die dritte? Ist die hier oder was? Ja, da. Da. Das ist Subi. Subi ist ja auch Traum. Nee, das kann ich nicht. Rohre, genau. Sind doch hier irgendwo. Ja. Achso, die andere ist da unten tatsächlich. Hier können wir uns gerade echt. Ich glaube, das ist jetzt die zweite Folge hintereinander, wo wir uns nur um Öl kümmern. Ja, aber ich bereite jetzt hier nur vor. Also ich mache jetzt hier, leg hier jetzt noch fix die Schienen hin und dann. Ja, ich kann da gerne die Ölquellen dann gleich hinsetzen. Weil da habe ich auch, glaube ich, jetzt gar nichts bei für mit. Ja, kann ich aber gleich machen. Gerne. Jetzt sind drei und nochmal drei, ne? Ja, es sind sechs Stück. Sehe ich gerade. Ups. Ich habe sogar sechs Ölquellen noch. Also vier und zwei produziere ich jetzt gerade noch. Das ist doch super. Shit. Ölraffinerie? Passiert. Das mit den Gleisen nicht hin? Da fahre ich genau über eine Ölmine rüber. Ja, dann ziehst du die Kurve halt ein bisschen länger. Ja, ich weiß, bin ja schon dabei. Dann ist die halt nicht eine von diesen halb perfekten Runden, sondern nur eine nicht ganz perfekte. Aber das habe ich oben bei dem anderen Ding auch schon. Das ist halt so. Zugstrecke wird gebaut, wie gerade passt. So, jetzt muss hier Wasser, Öl. Ah, ich sehe es doch schon. Das passt doch wieder nicht. Was, wo? Somewhere over the rainbow. Oh. Ah, da wird nur ein Turret angegriffen gerade. Ja, da ist auch gerade was hochgegangen. Ja, da ist ein Turret hochgegangen, aber das ist auch nicht so schlimm, das ist noch ein Turret. Ja.
Dann brauche ich noch eine Smart Chamber, vielleicht gleich zwei. Jeder gleich mal gucken, aber ich glaube, da ist nichts Großartiges. Ja, jetzt habe ich keine Underground. Fließ. Nee, Rohre. Fließ, nee, Rohre, Fließ. Auch schon völlig durch. So. Ja, ja. Hä, was wollte ich nochmal sagen? Ich merke es schon. Wie viel Platz soll ich denn jetzt zwischenlassen zwischen den zwei Stationen? Zwei Gleise oder drei? Vier? Wie? Na, wenn ich hier parallel Kohle schon mal hinsetze? Zwei Gleise. Also, dass du insgesamt sind das dann, glaube ich, vier Felder. Ja. Zwei Gleise, weil das ist, also das ist so das Optimale. Dann kannst du nämlich dazwischen super noch arbeiten und dann hat man halt auch einfach noch ein bisschen Platz. Kann man da ohne weiteres eine Substation hinstellen oder so. Das geht dann ja alles. So, jetzt brauche ich das hier oben, das gefällt mir ja nicht. Und zwar muss ich dafür tatsächlich den abreißen. Super! Dann brauche ich jetzt gerade mal wieder 1, 2, 3 Cable. Baut mal das hier ab, ihr Lieben hier. Das gefällt mir so nicht. Wir müssen darüber nochmal reden. Das ist der Dicke. Genau so. Und dann haben wir den. Und haben diesen hier. Und jetzt kommt da hinten Rohöl schon mal an. Das ist sehr gut. Und hier muss noch ein Rohr hin. Perfekt. Das Ding auch läuft. Ich glaube, das wirst du mit Sicherheit nochmal umbauen. Das sieht doof aus. Was denn? Ach, ich bin einfach nur so ein Schienenfanatiker. Ja, so, wir haben jetzt fünf weitere Ölraffinerien am Berg. Hervorragend. Gucken, ob jetzt das Öl runtergeht. 2800. Ja, 3700. Tatsächlich, im Moment geht's runter. Öl. Laufen 10 Ölraffinerien gerade parallel. Ja, ist ja noch nichts. Und Petrol sammelt sich immer noch nicht. Leichtöl auch nicht. Bäröl ganz leicht. Und Schmiermittel nur ganz gemächlich. Wenn das hier mit dem Schweröl ziemlich stark wird, dass das sehr, sehr viel sich ansammelt, dann werde ich noch eine weitere Schmiermittelproduktion bauen. Ja, dass wir da ein bisschen mehr von kriegen. Ja. Aber ansonsten ist Öl jetzt gerade mal eben in seiner Fähigkeit verdoppelt worden. Wunderbar. So, und die letzte spare ich mir erstmal. Da liegen ja schon die Schienen für die letzten zwei da hinten. Ja, die spare ich mir jetzt aber mal und fahr mal wieder zurück in die Basis. Hallo. Mal auftanken. Zu der nicht vorhandenen Fahrstation. Ja, da gehe ich jetzt dann mal hin. Wir sind eigentlich gerade übrigens auch gut in der Zeit, ne? Ja. Ich habe gerade mal eben wunderbar ein Stückchen Schiene vergessen. So, ja, wir sind super gut in der Zeit und möchtest du? Ja. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen bei Einmal mit Profis mit dem Caro Sieben und mit mir, der Tondinell. Und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich denn wieder. Und so. Na? Bis dann. Tschüss. Tschüss.